Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird wieder gekocht. Und zwar nicht einfach nur so, sondern starten wir ab heute ein neues Format. Ich habe schon mein Leben lang am liebsten für Gäste gekocht. Also wenn ich weiß, dass Gäste zu Besuch kommen, dann gibt es für mich nichts mehr, was mich erfüllt, als für die einfach einen richtig geilen Tisch vorzubereiten. Wahrscheinlich habe ich das von meinen Eltern abgeschaut. Die haben jedes Wochenende gefühlt in der Kindheit gekocht für Gäste und wir haben eigentlich jeden Samstag nur damit verbracht zu essen. Und dementsprechend dachte ich mir, dass ich diese Tradition weiterhin fortsetzen werde. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch, und zwar den lieben, und den kennt ihr mittlerweile alle schon auf diesem Kanal, Joeys Jungle. Wir sind richtig gute Freunde geworden und ich dachte mir, heute überrasche ich Joey mit was richtig, richtig Geilem. Jedoch will ich auch auf Joeys Wünsche eingehen. Ich muss ungefähr erfahren, was er eigentlich so mag und was er weniger mag oder was so seine Lieblingsmahlzeit ist. Er hatte mir letztes Mal schon mal erzählt, dass seine Lieblingsmahlzeit am Tag das Frühstück ist, und heute ist das dann auch unser Thema. Ich würde mal sagen, wir rufen einfach mal kurz Joey an. Vielleicht kann er uns ja ein bisschen mehr dazu sagen. Hallo! Na, was geht? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch. Du weißt, wieso ich anrufe, oder? Ich weiß, warum du anrufst, ja. Ich hatte gerade eben schon erzählt, dass deine Lieblingsmahlzeit am Tag das Frühstück ist. Was darf bei dir bei einem Frühstück nicht fehlen? Also so ein richtig geiles, frisches Brötchen mit ganz vielen Körnern drauf, am besten noch warm. Okay. Und ich liebe Rührei. Rührei, okay. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Und natürlich Kaffee. Okay, okay, okay. Perfekt. Finde ich cool. Ja, geil. Ich bin gespannt. Dann fahre ich jetzt einkaufen und überrasche dich mit einem Frühstück. Ich bin echt gespannt, was da auf mich zukommt. Bis später. Bis dann, dann, ciao, ciao. Rührei, ein klassisches Frühstück. Freunde, ich liebe Rührei. Dazu habe ich vielleicht auch später noch eine Story. Ich würde sagen, let's go mit dem Einkaufen, Freunde. Wir haben einiges vor und wir haben noch 3 Stunden Zeit. Let's go. Kurze Produktempfehlung, hier die Mövenpick-Creme. Schmeckt wie Kinder Bueno Aufstrich. Mega krass, ein Traum. Kokosraspeln, Freunde. Heute habe ich mir was richtig Geiles überlegt, und zwar eine Bowl, Joeys Frühstücksteller und mein Lieblingsfrühstück, russische Pfannkuchen namens Linchiki. Okay, Freunde, ich bin in der Küche und jetzt geht's los und die Zeit ist knapp. Deswegen fange ich direkt mit dem kompliziertesten an, und zwar Blinchiki. Russische Pfannkuchen, nur in sehr, sehr, sehr dünn, fast kreppartig. Das Rezept ist ganz simpel, das wird schon über tausende von Familiengenerationen bei uns weitergegeben. Und zwar sind es einmal 500 Gramm Mehl, 800 Milliliter Milch, das kommt zusammen, dann wird das Ganze gemixt. Dann kommen da 3 Eier rein, etwas Zucker, etwas Salz, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Und das einmal richtig gut durchmixen, dass die Konsistenz nicht dickflüssig ist, aber auch nicht zu dünnflüssig. Also so einen perfekten Mix aus beidem, dass der Pfannkuchen, wenn er in der Pfanne ist, nicht zu krass aufgeht, sondern weiterhin dünn bleibt. Also lieber etwas zu dünnflüssig als etwas zu dickflüssig. Okay, jetzt schauen wir mal. Dafür nehmen wir eine Kelle und lassen das Ganze einfach runterfließen. Und das sieht echt nach der perfekten Konsistenz aus. Ansonsten halt einfach immer ein bisschen mehr Mehl dazugeben, damit es dann dickflüssiger wird, und weiter mixen. Meine Mutter hat das immer damals gemacht. Die saß da und so richtig wie eine Wissenschaft. Ich glaube, das funktioniert so. Und das Geile am Blinchiki ist, dass es eigentlich eine Süßspeise ist, aber im Russischen auch für herzhafte Gerichte verwendet wird. Also eigentlich typisches Klischee-Frühstücksding mit Zucker oder Milchmädchen oder Schokocreme, aber gleichzeitig kann man sie auch mit Hackfleisch füllen und Kartoffeln und was auch immer. Deswegen packt man da nicht zu viel Zucker rein. Aber wenn ihr euch sicher seid, dass ihr quasi das nur zum Frühstück verwenden wollt, könnt ihr noch eine kleine Tüte Vanillezucker hinzufügen. Aber ich mache jetzt einfach die klassischen, weil wir werden eh Zucker ohne Ende noch drauf schmieren. Pfanne machen wir heiß. So, jetzt haben wir ein bisschen Öl in der Pfanne. Der Pfannkuchen darf auf keinen Fall im Öl schwimmen, sondern die Pfanne muss einfach nur schön damit beschichtet sein. Man sagt, ab dem 3. Blinchik ist der erst perfekt. Also der erste ist immer nur ein Test, um zu gucken, ob die Masse auch passt. Oh, der sieht richtig gut aus. Das ist heute mein Tag, Freunde. Der ist wunderschön. Darauf kann man auch mal stolz sein. Jetzt werde ich davon richtig, richtig viele machen müssen. Und das wird ein bisschen langweilig, deswegen skippen wir einfach an den Punkt, wo es jetzt einen Berg von Blinchikis gibt.
Schaut euch diesen Haufen Blinchiki an. Ich kann selber kaum erwarten, die zu essen. Das war übrigens als Kind mein Lieblingsfrühstück am Sonntag. So, eine Sache ist fertig. Bevor wir mit den Bowls aber starten, habe ich noch was Geiles. Und zwar, wenn ihr Brötchen essen wollt, aber gar keinen Aufstrich habt, dann könnt ihr euch so einen schnellen Tomatenaufstrich selbst machen. Ich liebe es. Ich mache mir das auch so sonst zum Mittagessen, zum Abendessen gerne. Ihr nehmt einfach die kleinen Tomaten mit Strunk, packt sie hier in so eine ofenfeste Form. Etwas Olivenöl über die Tomaten. Dann haben wir hier so Flaky Salt, ein bisschen Pfeffer und das hier kommt jetzt einfach für 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen und danach sind die Tomaten so richtig geil saftig. Das heißt, du kannst sie theoretisch aufs Brot legen und dann einfach so zermatschen und dann hast du so einen selbstgemachten Tomatenaufstrich auf ganz easy oder du snackst sie einfach so, die sind super geil. Alles klar, die kommen in den Ofen und dann machen wir mit den Bowls weiter. Freunde, es gibt nichts Geileres am Morgen als eine Bowl. Wirklich, für mich ist es immer so die absolute Befriedigung, wenn ich weiß, ich habe genug Zeit am Morgen, mir eine Bowl zu machen. Passiert nicht immer, ich bin auch gerne ein Mensch, der das Frühstück skippt. Aber wenn ich Zeit am Morgen habe, dann eine geile Bowl. Ist einfach das Beste, was du machen kannst, weil sie geht eigentlich echt sehr schnell und du hast alles drin, was dein Körper braucht für den ganzen Tag. Dementsprechend, nehmt euch einfach euren Lieblingsjoghurt, egal welcher. Ich habe hier den Natur-Kokosnussjoghurt von Alpro. Ich finde den richtig geil, ist auch vegan. Heute übrigens das Thema vegetarisch, because Joey ist vegetarisch, deswegen gibt es kein Fleisch. Aber der Tisch wird trotzdem grandios aussehen. Wir packen einfach etwas Joghurt in unsere Schale. Für die Leute, die es süß mögen, die können auf jeden Fall den Joghurt mit bisschen Dattelsirup pimpen. Ich mag das zum Beispiel ganz gern. Kann man dann schön zu einer Masse rühren. Kann man ein bisschen Joghurt hinterher. Perfekt. Und jetzt können wir unsere Bowl pimpen. Und das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, Freunde. Alles, worauf ihr Bock habt, könnt ihr draufhauen. Ich zeige euch jetzt meine absoluten Favorite-Toppings. Wir fangen einfach mal an mit Kokosnussraspeln an der Seite. Dann machen wir hier eine Schicht Brombeeren. Wow, das sieht jetzt schon grandios aus. Dann nehmen wir eine Banane, schneiden hiervon einfach ein paar Scheiben klein. Die kommen jetzt hier auch wieder drauf. Weiter geht's mit Cranberries. Dann machen wir eine Haferflockenstraße. Auf die Haferflocken kommen dann ein paar Nüsse. Boah, die sieht jetzt schon einfach grandios aus. Dann Granatapfel, Freunde. Um die Granatapfelkerne zu lösen, kneten wir hier einmal unseren Granatapfel vorher durch. Was auch geil ist, wenn man ihn richtig intensiv durchknetet, einmal mit dem Messer hier reinstechen und dann so den Saft austrinken. Habe ich auch immer gerne gemacht. Aber heute brauchen wir nur die Kerne. Die kommen jetzt hier daneben. Bam. Jetzt nehmen wir noch eine Kiwi. Schneiden die jetzt auch einfach hier in Scheiben. Machen dann hier eine Kiwi-Reihe. Boom. Und zum Schluss einfach nochmal die Kokosraspeln an der Seite. Und das ist eine wunderschöne Frühstücksbowl. Davon muss ich jetzt noch einige machen, weil es wird nicht nur Joey frühstücken, sondern die ganzen Leute aus der WG auch. Deswegen Bowl-Zeitraffer-Action. Let's go. Okay, machen wir weiter mit dem, was bei Joey's Jungle auf dem Frühstückstisch nicht fehlen darf, und zwar Rührei. An sich echt was Simples. Ich muss auch sagen, ich habe mit Rührei und Omelette sogar eine besondere Verbindung, weil für mich waren das so die ersten Momente in der Küche. Also das erste Mal gekocht habe ich in der Küche mit Zucker, also ich habe einfach Karamellbonbons gemacht. Aber dann fing es an, als wir so 12, 13 waren und immer am Wochenende mit den Jungs gezockt haben und sturmfrei hatten, dass wir uns einfach eigentlich nur von Rührei und Omelette ernährt haben. Rührei an sich ganz simpel. Was brauchen wir dafür? Wir nehmen etwas Butter und packen die erstmal in die Pfanne und lassen die Butter jetzt auftauen. Nicht bei voller Hitze, sondern bei schwacher Hitze, weil die Butter darf nicht braun werden. Einmal die Butter schmelzen lassen. In der Zeit haben wir unsere Eier, jede Menge, weil wir sind jede Menge Menschen. Und da kommt wirklich nichts anderes rein, außer Salz und ein kleines bisschen Pfeffer. Das Ganze rühren wir einfach zu einer Masse. Unsere Butter ist geschmolzen. Jetzt drehen wir die Flamme auf und packen unsere Eimasse hier rein. Aber nicht alles, weil das sonst zu viel wird. So, und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist unser Ei rühren. Und da kann jeder seine eigene Technik benutzen. Ich schiebe halt eigentlich immer nur so die Seiten in die Mitte, bis das Ganze anfängt, eine feste Masse anzunehmen. Und das Wichtige beim Rührei ist, dass du es nicht zu lange in der Pfanne hast, weil dann wird es trocken, sondern eher, wenn es noch ganz, ganz, ganz leicht flüssig ist, schon rausnimmst, in eine warme Schale legst und das Ei dort einfach zu Ende gart. Das sieht doch schon mal richtig, richtig gut aus, Freunde. So, Hitze aus. Man sieht, es ist noch ganz, 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 ganz leicht feucht. Und ich habe hier im Backofen meine Schale schon aufgewärmt. Da kommt unser Ei jetzt rein und fertig wird es hier in der Schale. Das Spiel wiederholen wir und dann müsste gleich auch schon Joey kommen. Das Einzige, was ich gleich noch mache, ist ganz schnell jede Menge Gemüse schneiden, alle Aufstriche vorbereiten und dann können wir das Ganze schon servieren. Bis gleich. Heiß.
Freunde, Joey ist da. Hi. Ich bring meinen ganzen Haushalt immer mit, wenn wir Videos drehen. Hast du Hunger? Ja, voll. Okay. Ich hatte nichts zum Mittag. Ich habe richtig Hunger, ey. Dann passt das Frühstück ja perfekt rein. Gibt es einen Grund, wieso Frühstück dein Lieblingsessen ist? Weil es, glaube ich, für mich so wichtig ist. Ich bin damit aufgewachsen, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist. Und ja, deswegen. Top. Dann hoffe ich, dass du dich gleich freuen wirst. Wir haben echt einiges auf dem Tisch. Das reicht wahrscheinlich so für 3 Tage das ganze Essen. Ach du Scheiße! Es gibt auf jeden Fall einiges zum Frühstücken. Ich dachte mir, dass ich das Ganze in 3 Themen aufteile. Einmal eine Bowl, weil du hast ja auch erzählt, dass du gerne Bowls isst. Ja. Dann gibt es den Joey Spezial Frühstücksteller. Und dann gibt es noch eine russische Nachspeise, und zwar russische Pfannkuchen, also Blinchiki nennen die sich. Alter, sieht das geil aus. Das ist richtig heftig. Let's go mit dem Mittag-Frühstücksessen. Brunch. Brunch, ja. Ich habe selber so Hunger. Ich habe heute nämlich nicht. Krass serviert, Alter. Allein das dauert doch schon so eine halbe Stunde, das so zu servieren. Joey, du musst einmal die Blinchiki probieren. Was soll ich probieren? Zeig dir mal, was man da drauf macht. Normalerweise musst du auf jeden Fall Kondensmilch drauf machen. Okay, finde ich geil. Anfangen? Das isst man viel zu selten, wenn man kein Russe ist, glaube ich. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen Kinder-Bueno-Creme drauf? Oh, der ist jetzt, glaube ich, zu viel. Doch, doch, das ist die perfekte Kombo. Okay, die Mami, klappe ich den jetzt ein? Du kannst auch so ein Dreieck machen. So, und dann ja. So? Ja. Und jetzt einfach reinbeißen? Einfach rein. Okay. Genau so. Oh mein Gott. Sehr süß. Also Milchmädchen mit Kinder Bueno Creme, das ist natürlich die oberste Kombo. Boah, aber schmeckt so krass geil. Ja, dann noch einen weiteren guten Appetit. Ich glaube, ich gönne mir auch einen. Okay, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Das war die erste Folge von... Den Namen überlege ich für später. Für den Titel gelesen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, für wen ich als nächstes kochen soll. Und ansonsten checkt auf jeden Fall auch Dimas Video ab. Wir haben versucht, mit verschiedenen Dingen Flaschen zu öffnen. Und bei Joey backen wir den... größten Lebkuchenmann der Welt. Das wird geil. Freunde, schaut euch jetzt die Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao, ciao.